Servus Leute, heute will ich euch zeigen bzw. erklären, wie so ein ISO-Adapter aufgebaut ist, welche Kabelfarbe wozu dient bzw. welcher Anschluss wozu dient. Die Kabelfarbe kann natürlich variieren und ja, wir haben auch eine Anleitung dabei, aber da gibt es auch mittlerweile ja, Sachen, die man halt anders auslegen kann. Zunächst mal, gut, der ISO-Stecker passt in viele Autos rein, in vielen auch wieder nicht. Kommt auf an, welches Modell ihr habt. Zum Beispiel VW hat ja Quad-Lock-Stecker und da braucht ihr dann den Adapter. Es gibt natürlich dann auch beim Audi etc. dann die Variationen, die so geläufig sind. Deswegen müsst ihr da mal schauen, ob das passt. Gut, um letztendlich dann aber das Ganze umzupinnen, weil für gewöhnlich haben wir natürlich Entzündungsplus, Dauerplus und so weiter nicht immer an der richtigen Stelle, müssen wir natürlich die Pins mal entfernen können. Am leichtesten ist es meistens so, diese an diesem ISO-Adapter zu entfernen, weil hier haben wir die Pins meistens nur einen von diesen Spreizern. Um diesen Spreizer zu entfernen, müsst ihr den die Strippe, die ihr halt in der Hand habt, also das Kabel in Anführungszeichen, reindrücken, versuchen, den Pin, wie man hier oben zu sehen kann, durch das Loch runter, also den Pin, sage ich, den Spreizer runterzudrücken und das Kabel dann zu ziehen. Jedenfalls den Spreizer versuchen festzuhalten. Das geht, wie gesagt, einfach bei diesem ISO-Stecker. Es gibt zum Beispiel beim Quadlock-Stecker ist es so, wir haben natürlich die weibliche Seite. Das ist dann wesentlich schwerer meistens umzupinnen. Und die weibliche Seite beinhaltet halt zwei Spreizer meistens. Und die sind sehr, sehr schwer beim Quadlock-Stecker zu entfernen. Also da braucht ihr das Spezialwerkzeug definitiv. Und das funktioniert auch so meistens schon extrem schwierig. Und selbst dieses Werkzeug zum Pin entfernen geht meistens auch schnell kaputt. Sodass ihr dann, ja wie soll ich sagen, nicht lange davon Spaß haben werdet. Aber egal. Kommen wir zurück zum Thema. Wollt ihr den Spreizer dann wieder zu den Pin wieder reinstecken, müsst ihr den Spreizer dann wieder hochklappen und dann den Pin reinschieben. Natürlich solltet ihr wissen, wo natürlich die Belegung ist. Masse muss natürlich übereinstimmen, Dauerplus, Zündungsplus und so weiter. Die Sachen müssen übereinstimmen. So, kommen wir dann einmal zum Stecker generell. Natürlich mache ich jetzt noch ein paar andere Sachen, aber es geht ja mal um die generelle Erläuterung. Der Stecker ist in zwei Teile aufgeteilt. Das heißt, wir haben hier einmal die Seite für die generelle Versorgung und die Funktion sozusagen vom Radio und wir haben die Seite für die Lautsprecher. Die Seite für die Lautsprecher ist eigentlich immer in den Fällen schon vorgefertigt und ist auch meistens schon so aufgebaut, dass es auch für euer Radio passt. Das solltet ihr definitiv beachten. Kann durchaus sein, dass es spiegelverkehrt ist. Das ist möglich, aber normalerweise ist vorne, hinten, links, rechts und so weiter irgendwie in der richtigen Position. Ansonsten, wie gesagt, kann es sein, dass rechts dann links ist, aber vorne und hinten passt eigentlich immer. Aber das sieht man eigentlich auch an der Beschreibung, wo die jeweiligen Pinne liegen. Nur müsst ihr halt im Auto mal nachmessen. Ich habe am Messgerät zum Beispiel die Funktion, ich kann eine Frequenz, also ein Signal auf die Lautsprecher geben. Das heißt, ich muss nur Plus und Minus sehen. Das ist aber auch hier alles, wie gesagt, ja, gekennzeichnet, will ich jetzt mal behaupten. Und so ist es halt möglich, dann zu bestimmen, wo die Lautsprecher sind. Und wenn die mit der, ja, wie soll ich sagen, mit der Anleitung übereinstimmen, dann braucht ihr nichts mehr daran zu verändern. Das ist dann immer das Schöne, aber ich meine, 90% der Fällen passt das normalerweise schon überein. Also gibt es da schon mal keine Komplikationen. Kommen wir dann zum anderen Teil des Steckers. Das ist halt da, dort, wo die Funktionen so gesehen vorhanden sind. Ja, hier gibt es ein paar Sachen, die selbstverständlich immer gleich sind. Ich glaube auch die Farben sind für gewöhnlich immer auch so gleich gewählt. Zumindest sind drei Farben definitiv immer gleich. Das ist auf jeden Fall schwarz. Das ist die Masse. Die müsst ihr definitiv beachten. Gelb ist Dauerplus. Und rot ist Zündungsplus. Das sind die Farben, die definitiv immer gleich sind. Und das solltet ihr auch definitiv beachten. Das geht halt damit ein, dass ihr Dauerplus und Zündungsplus nicht verwechseln dürft. Weil, ja, ansonsten kann es durchaus sein, dass eure Einstellungen verloren gehen. Sagen wir es mal einfach so. Und, viele Autos haben auch das Problem, dass diese keinen Zündungsplus am Radio besitzen. Da müsst ihr dann halt improvisieren und gegebenenfalls zum Zigarettenanzünder oder halt ja woanders, wo halt Dauerplus bzw. Zündungsplus zu finden ist, das Ganze abgreifen. Anders geht es halt nicht, leider. Entweder auch von der Zündung wäre es auch theoretisch möglich, das abzugreifen, aber da ist wahrscheinlich der Aufwand, das Ganze zu demontieren, dann schon enorm. Ansonsten haben wir halt noch diverse andere Funktionen. Dauerplus und Masse sind ja klar, wo die halt, teilweise sind die auch im Radio definitiv vorhanden, ansonsten wird es halt nicht funktionieren. So, dann kommen wir zu den anderen Funktionen, das ist dann zum Beispiel Beleuchtung. Wir haben hier die Möglichkeit, wenn wir natürlich
unser Abblendlicht einschalten, dann jetzt soll es wahrscheinlich eher Nacht sein, sagen wir es mal so. Ganz einfach gesagt, dann soll sich das Radio runterdimmen. Dafür ist halt die Funktion da. Ist natürlich ziemlich problematisch, wenn man Tagfahrlicht hat. Dann kann man natürlich nicht an das Abblendlicht rangehen. Hierbei sollte man beachten, dass man hierbei aber an die Armaturenbeleuchtung rangeht. Es gibt nämlich normalerweise beim Schalter noch einen extra Pin für die Armaturenbeleuchtung. Muss man halt nachmessen, wie das Ganze natürlich verschaltet ist. Dafür braucht ihr Messgerät, die Spannung messen. Wenn die Armaturenbeleuchtung angeht, müssen natürlich 12 Volt drauf sein. Wenn sie nicht an ist, sollte natürlich keine Spannung herrschen. Bis man einfach zum jeweiligen Pin und dann zur Masse. Ganz einfach gesagt. Das gleiche, gut, beim Rückwärtsgang ist halt so und beim Handbremse, also bei der angezogenen Handbremse bei dem Signal ist es halt so. Diese müsst ihr nur an den jeweiligen Pluskontakt, das heißt genau wie bei der Beleuchtung, anschließen. Da ist es halt so, wie gesagt, auch wenn das Signal eingeht, ist für gewöhnlich auch die jeweilige Funktion aktiv. Das ist das gleiche Prinzip, man muss halt nur den richtigen Pin finden, das ist halt das Problem. Gerade beim Rückwärtsgang geht man da meistens an die Rückleuchte dran, ist halt aber ein langer Weg von ganz nach vorne bis ganz nach hinten ein Kabel zu ziehen. Es ist bestimmt möglich, auch irgendwo vorne den Rückwärtsgang zu finden. Aber gut, dafür muss man auch sehr wahrscheinlich viel demontieren oder halt das Steuergerät gut kennen. Dann haben wir natürlich auch die Möglichkeit, andere Sachen anzuschließen, wie zum Beispiel Subwoofer, diverse andere Möglichkeiten gibt es ja auch noch anzuschließen. Darauf gehe ich jetzt allerdings nicht weiter ein, weil ich selbst kein Soundsystem habe und mich damit nicht beschäftigt habe und damit würde ich euch wahrscheinlich was erzählen, was gar nicht stimmt. Dementsprechend halte ich mich von dem Thema fern. Die einzigste Sache, die noch wäre, ist halt der Radioempfang. Dieser wird wahrscheinlich, wenn wir das Ganze direkt verbinden sollten oder das Ganze überhaupt möglich wäre, ist das erste, weil wir haben eigentlich einen Fakra-Stecker. Das ist halt mehr oder weniger so ein Adapter halt für unseren Antennenanschluss sozusagen. Und ohne diesen wäre das Signal wahrscheinlich ziemlich miserabel. Wollen wir es mal so formulieren. Deswegen gibt es diesen Fakra-Stecker, der hat so und so viel Ohm eingebaut. Und dieser Fakra-Stecker wird auch von unserem Radio versorgt. Und dafür gibt es hier einen blauen Anschluss in Anführungszeichen. Der ist mit 12 Volt versorgt. Den sollte man auch nur mit Bedacht einsetzen. Normalerweise, ja gut, der ist halt dafür auch gedacht, aber den sollte man auch definitiv nirgendwo anders anschließen. Das wird auch ausdrücklich in der Anleitung erwähnt. Deswegen bitte da auch Acht geben, dass ihr das Ganze nicht irgendwo ja fehlerhaft anschließt. Ja, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr irgendwelche Sachen noch benötigt an Infos, ich kann mich gerne noch darüber genauer informieren über gewisse Sachen, dann könnt ihr mir gerne schreiben hier in den Kommentaren oder bei Instagram. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Einbau des Radios. Wenn es Probleme gibt, könnt ihr euch wie gesagt melden, ist kein Thema. Ich versuche das zeitlich nah zu beantworten und auch dann gegebenenfalls das Ganze zu unterstützen. Ich habe auch diverse Anleitungen, wenn mal irgendwelche Sachen ja, von einem VW mal benötigt werden, was heißt zum Beispiel Pinbelegung beim Radio angeht, kann ich diese auch zukommen lassen, ist auch kein Problem. Ansonsten, man sieht sich dann halt im nächsten Video. Viel Erfolg auch, viel Spaß auf jeden Fall und bis dann.